Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Bei uns ist dieses Wochenende Trainingscamp im Cheerleading. Wir haben einen externen Trainer eingeladen, der mit uns 2 Tage voll durchpowern wird, mit uns an unserer Routine arbeitet und hoffentlich mit uns ganz viele Fortschritte macht. Das Training heute beginnt allerdings erst um 19 Uhr abends. Das heißt, ich habe den Nachmittag über noch ein bisschen Zeit, um mich um den Haushalt zu kümmern. Ich muss auch noch Muffins backen für den zweiten Trainingstag. Das haben sich nämlich die Mädels gewünscht. Ich habe auch einen Nike Pro Shorts Haul für euch. Nike Pro Shorts und Cheerleading gehört für mich einfach irgendwie zusammen. Deswegen habe ich meinen Vorrat aufgestockt und mir einiges bestellt. Ansonsten muss ich noch meine Tasche packen und zeige ich euch auch, was ich mitnehme. So viel zum groben Überblick. Ich hoffe, ich habe jetzt erstmal nichts vergessen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Fangen wir gleich mit dem besten Teil des Tages an, und zwar dem Essen. Zum Mittagessen gab es bei mir Vollkornspaghetti mit Garnelen in einer scharfen Tomatensauce. Das habe ich eine Zeit lang richtig, richtig oft gegessen. Ich mag das nämlich total gern, schmeckt so gut und es geht richtig schnell und einfach. Ich habe dafür einfach Vollkornspaghetti gekocht und nebenbei die Garnelen in Avocadoöl angebraten. Ich benutze Avocadoöl zum Kochen und Braten richtig gern. Es besteht nämlich überwiegend aus ungesättigten Fettsäuren, das sind die gesunden Fette. Und hat auch einen hohen Brennpunkt, das heißt, es eignet sich auch wunderbar zum Braten. Für die Soße habe ich dann auch noch kleine Cherry-Tomaten halbiert. Und damit das Gericht noch ein bisschen schneller und einfacher zubereitet wird, benutze ich auch immer so fertige Tomatensoßen. In diesem Fall habe ich die Arrabbiata-Soße von Barilla genommen und meine Tomaten einfach hinzugefügt. Das Ganze dann noch ein bisschen in der Pfanne warm gemacht. Die Garnelen waren ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon gar gebraten. Und als die Soße dann quasi fertig war, habe ich einfach nur die Vollkornspaghetti hinzugefügt und das Ganze mit ganz viel Parmesan getoppt. Ich mag nämlich Käse, insbesondere Gratin-Käse und Parmesan bei Pasta richtig, richtig gerne. Und ja, fertig ist mein Mittagessen. Das hat mich auch richtig lange satt gemacht und ich finde, das ist auch immer eine optimale Stärkung vor dem Sport. Und es ist, wie gesagt, super einfach und lecker. Ich habe meinen Kaffee, ich habe meine Nike Pro Shorts. Ich würde sagen, wir starten mit dem Haul. Wundert euch übrigens nicht, dass es so viele sind. Ich habe von jeder Shorts 2 Größen bestellt, einmal S und einmal M, weil ich nicht weiß, wie die ausfallen. Die S, die ich bestellt habe, sind diese hier. Ganz einfach schwarz. Ich habe noch meine schwarzen von damals. Die haben früher so ausgesehen. Diesen Schnitt oder diesen Stil gibt es jetzt einfach nicht mehr. Alle sind jetzt eher in diesem Design. Hier ist das Bändchen etwas höher und hier war dieses Band oben recht dünn, was es so einfach gemacht hat, das umzuklappen. Und so waren sie etwas niedriger geschnitten. Ich muss sagen, ich vermisse diesen Schnitt ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich es lieber mag, wenn die Shorts etwas höher geschnitten sind. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie die im Gegensatz zu den damaligen ausfallen. So schauen die Shorts angezogen aus. Ich bin mega zufrieden mit denen. Ich finde die so bequem und gemütlich und sitzen einfach wie angegossen. Das Erste, auf was mir aufgefallen ist, dass die wesentlich höher geschnitten sind als die alten, was ich total toll finde. So schaut einfach die Taille wesentlich schöner aus. Das ist jetzt die Größe M, die ich trage. Die S war mir leider ein bisschen zu eng. Ich habe mich damit einfach nicht so wohl gefühlt. Ich muss sagen, dass mir das Waistband dadurch ein bisschen locker ist. Aber allgemein fühle ich mich an den Beinen und am Po damit einfach wesentlich besser. Der einzige Nachteil an Nike Pros ist, dass die nicht wirklich blickdicht sind. Also ich würde jetzt nicht zum Beispiel zu einem Leg Day im Fitness anziehen, einfach weil man die Unterwäsche durchsehen würde. Aber zum Cheerleading sind die einfach ideal. Die liegen schön eng an, schauen einfach toll aus und passen einfach zu allem. Genau, deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Ich zeige euch jetzt nochmal die alten, einfach damit ihr mal auch den Vergleich seht. So sehen die angezogen aus. Ihr seht, dass die von der Höhe wesentlich niedriger sind. Früher war Low-Waist ja mega Trend, da gab es dieses High-Waist noch gar nicht. Und deswegen hat man die auch immer so umgeklappt und wirklich niedrig getragen. Ich bin echt froh, dass man das nicht mehr macht. Aber für sowas waren die halt echt ideal. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich hinten getaped bin. Ich habe nämlich einen ganz kleinen Muskelfaserriss am Oberschenkel hinten. Immer ärgerlich sowas, aber solange es nicht schlimmer wird, sondern besser, kann ich damit leben. Das sind die nächsten Shorts in so einem richtig schönen, melierten Grau. Ich liebe diese Farbe. Ich habe immer ein bisschen Sorge bei grauen Shorts und Leggings, weil man den Schweiß schneller durchsieht. Ich konnte aber bei denen wirklich nicht widerstehen, weil ich die Farbe einfach so toll finde. Ich finde, Grau ist auch einfach eine Farbe, die wirklich immer geht und man zu allem kombinieren kann. Und ja, selbst wenn man Schweiß schneller durchsieht und ich dann Flecken auf der Leggings habe, wegen am Schweiß, ist vielleicht jetzt nicht das Schönste, aber dafür habe ich einfach eine richtig schöne Shorts, die ich bestimmt richtig oft tragen werde.
Nächste Shorts ist von der Farbe her ein klein wenig mutiger, aber ich bin trotzdem so froh, dass ich sie mir geholt habe. Und zwar ist das diese hier in diesem schönen grellen Pink. Ich war mir anfangs echt unsicher, ob ich mir so eine Farbe holen soll. Aber jetzt, da ich sie anhabe, liebe ich es total. Ich finde es einfach, ich weiß nicht, ich finde diese Farbe so wunderschön. Und auch, dass es so grell ist, sage ich mal, stört mich gar nicht. Die werde ich heute auf jeden Fall auch ins Training anziehen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Shorts. Genau. Ich dachte eigentlich, dass alle Shorts die gleichen sind. Aber irgendwie sitzt diese, die ich jetzt anhabe, etwas komischer. Auf den ersten Blick sieht man es, glaube ich, gar nicht. Aber die geht so krass hoch. Also ich bin ja schon groß und ich habe einen langen Bauch. Aber die hier, die geht mir fast bis unter die Brust. Das ist ja abartig. Ich müsste die eigentlich einmal umkrempeln, damit die so genauso hoch sitzt wie die anderen beiden. Irgendwie komisch. Die hat auch einen anderen Bund. Der ist hier ein bisschen schmaler. Da ist der Bund doch ein bisschen breiter. Und auch meines Erachtens ein bisschen enger als der hier. Ich habe hier jetzt auch eine M an, so wie bei den anderen Shorts, weil die mir einfach am Po und den Beinen am besten sitzt. Aber mich wundert, dass die hier halt so krass hochgehen. Irgendwie ganz strange. Die Farbe ist wirklich schön. Das ist so ein meliertes Grau mit so einem pinken Unterton. Also wirklich schön. Schaut von weitem eigentlich nur grau aus, aber ja, irgendwie sind die echt komisch geschnitten, muss ich sagen. Irgendwie strange. Also sie sitzt super, die sitzt wirklich einwandfrei. Aber der Bund hier oben, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Ich meine, drei neue Nike Pro Shorts sollten eigentlich auch reichen. Und ich muss mich jetzt mal noch ein bisschen ranhalten. Ich muss jetzt nämlich die Muffins backen. Viel Zeit bleibt mir jetzt nämlich nicht mehr, bis ich meine Tasche packen muss. Und ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen auf die Couch hocken und PUBG spielen. Tragen wir natürlich auch Teamwear. Deswegen dieses weiße T-Shirt, Munich Cheer All-Stars, das ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, mein Verein. Und weil die Hose heute egal ist, trage ich direkt meine neuen Nike Pro Shorts. Ich habe nicht gedacht, dass das sogar von den drei, die ich behalte, meine Lieblingshose sein würde. Darüber trage ich dann noch einen Pulli, weil es natürlich kalt ist. Und zwar diesen hier. Natürlich ziehe ich noch eine Jogginghose drüber, weil ich sonst draußen erfriere bei den Minusgraden. Und welche Schuhe ich ins Training trage, beziehungsweise was ich alles mitnehme, zeige ich euch jetzt gleich. Ich muss nur die Kamera umstellen. So, also das ist mein Rucksack, den ich immer fürs Training benutze. Das hier vorne, das war ein Glücksbringer, den wir vor unserer Landesmeisterschaft jetzt im November bekommen haben. Und das hier war ein Geschenk meines Groupstands. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich alles dabei habe. Das ist eigentlich auch das, was ich immer mitnehme. Im hintersten Fach das, was man momentan immer dabei haben sollte bzw. muss. Masken. FFP2-Masken, weil sie bei uns in Bayern Pflicht sind. Und OP-Masken, weil wir diese zusätzlich im Training tragen, obwohl wir momentan keine Maskenpflicht haben. Aber damit wir uns alle gegenseitig schützen und keine Ausfälle haben, tragen wir lieber mal Masken. Kommen wir zum großen Fach. Hier habe ich die zwei wichtigsten Dinge eigentlich. Und zwar zum einen meine Wasserflasche.
Ich liebe diese Flasche, da passen 2,2 Liter rein. Normalerweise schaffe ich es auch, mindestens eine davon am Tag zu trinken. Vor allem, wenn ich zum Sport gehe, dann ist die echt schnell weg. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, sind natürlich die Schuhe. Ich habe mir vor kurzem neue gekauft von Varsity. Ich habe mich für die Last Pass 3 entschieden, LP3. Ich finde die mega bequem. Ich habe mir bei Varsity mehrere Modelle bestellt. Ich glaube tatsächlich sogar alle, die sie dort hatten. Weil ich finde, Cheerschuhe fallen wirklich unterschiedlich aus. Und der Komfort ist bei jedem Schuh natürlich auch anders. Das hier war übrigens auch ein kleines Geschenk von einer aus meinem Groupstand zu Weihnachten. Mega, mega süß. Ich wünschte, wir hätten auch so eine in unseren Haaren bei der Meisterschaft. Das wäre der Wahnsinn. Und was ich bei denen hier auch cool finde, ist, dass das Material hier an der Seite so ein bisschen durchscheint. Das heißt, wenn man farbige Socken trägt, dann sieht man die hier ein bisschen durch. Die sind noch mega leicht, richtig beweglich und sie fallen wirklich klein aus. Ich habe mir bei denen jetzt, ich glaube, 1,5 Nummern größer bestellt. Genau, ich habe eigentlich eine 41 und in denen trage ich 42,5. Aber ja, mega gute Schuhe, war noch nicht teuer. Wirklich eine gute Empfehlung. Kommen wir zum letzten großen Fach. Und hier habe ich mehrere kleine Sachen. Zum einen mein Geldbeutel, Taschentücher, dann noch ein zusätzliches Haargummi, kann auch nie schaden. Und zu guter Letzt Medikamente bzw. Pflaster. Ich habe normalerweise immer Ibuprofen dabei, für den Fall, dass ich zum Beispiel mal Kopfschmerzen bekomme oder es jemand aus meinem Team braucht. Und jetzt seit kurzem auch Pflaster. Ich habe mich nämlich am Backofen vor wenigen Tagen verbrannt. Und jetzt durch den ganzen Abwasch heute ist es auch aufgegangen. Und beim Training ist es letztes Mal auch schon aufgerissen. Deswegen habe ich da jetzt auch Creme drauf und Pflaster und hoffe, dass das Training überhält. Seit heute gibt es noch etwas, was ich zusätzlich einpacken muss. Und zwar wunderschöne Handgelenksbandagen. Ich habe mir nämlich beide Handgelenke verstaucht. Richtig, richtig gut. Vor allem ist es nicht mal beim Turnen oder Stunten passiert. Wir haben vorm Ende des Trainings noch ein paar Sprints gemacht. Und ich habe mich an der Wand leider zu fest abgefangen. Ich hätte wirklich abbremsen können mit den Füßen und nicht mit meinen Händen. Aber ich habe zu spät dran gedacht. Ja, einfach so unnötig. Es ärgert mich auch total. Deswegen darf ich jetzt Handgelenksbandagen tragen. Aber naja, ist ein richtig stylisches Accessoire, oder nicht? Ich werde mich jetzt noch testen müssen. Auch wenn ich geboostert bin, wollen wir vermeiden, dass wir uns irgendwie gegenseitig anstecken. Deswegen sind bei uns weiterhin Schnelltests vor dem Training Pflicht. Das werde ich jetzt noch machen und muss noch einen kleinen Snack essen, weil ich sonst das Training wahrscheinlich nicht ganz überstehen werde, ohne dass mein Bauch sich meldet. Aber eine kleine Stärkung vom Training wird mir auf jeden Fall nicht schaden. Was ich gerade vergessen habe zu erwähnen, weil meine Kamera draufgeschraubt war, ist, dass ich auch das Stativ mitnehme. Denn im Groupstand filmen wir auch immer unsere Stunts. Es ist nämlich immer schön zu sehen, was nicht so gut lief, aber natürlich auch die Stunts auf Kamera zu haben, die besonders gut sind und toll stehen und einfach schön aussehen. Genau, deswegen filmen wir eigentlich immer jedes Training mit. Und das packe ich jetzt auch noch ein. Dann esse ich jetzt noch meinen Snack. Ich muss nämlich auch gleich schon los. Als Snack esse ich jetzt einfach nur eine Banane. Das Training heute Abend dauert ja eh nur 3 Stunden von 7 bis 10 Uhr abends. Da werde ich das schon überleben und wenn ich zurückkomme, esse ich dann noch zu Abend. Das wird dann wieder ein längerer Abend, bis ich dann wieder schlafen gehe. Aber ich mag es einfach nach dem Training total gern zu essen. Vor allem viele Kohlenhydrate. Deswegen finde ich es nicht so schlimm, wenn ich jetzt vorm Training kein Abendessen esse. Mein Test ist übrigens negativ. Über das Ergebnis freut man sich natürlich immer. Es wäre richtig madig, jetzt noch auszufallen. Ich habe jetzt Power und freue mich aufs Training. Ja. Five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, seven, eight, one, three, five, seven, one, three, four, five, seven, one.